Und damit willkommen zurück hier aus dem Partybus, Freunde. Wir sind wieder am Start. Wie immer auch ein großes Dankeschön an alle, die meine bisherige Reise unterstützt haben mit einer kleinen Bewertung. Freue ich mich jedes Mal drüber. Und ja, schön, dass wir wieder hier sind. Ich würde sagen, komm, machen wir direkt weiter. Ich habe richtig Bock. War ein guter Tag bisher. Eigentlich ist Montag nicht so mein Favorite-Tag der Woche, aber heute war es einfach gut. Also, wie gesagt, heute ist Montag, wenn ich die Folge aufnehme. Ich hoffe, ihr hattet auch alle einen guten Start in die neue Woche. Insofern gucken wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Also, kurzer Recap. Wir hatten ja noch die... Ne, Moment, die andere war es. Ja, so. Wir erinnern uns, Casey meinte halt, im Magazin ist die Hölle los. Er hat sich mit seinen alten Kameraden verkracht, beziehungsweise ich vermute mal, dass sie sich da sogar vielleicht alle gegenseitig gefressen haben, der letzte übrig gebliebene ist. Wir werden es auf jeden Fall noch herausfinden, aber ist hier, weil hier steht, folge den blutigen Abdrücken. Also wir erinnern uns, wir waren ja quasi an der Sporthalle schon, aber da war es einfach so stressig in der letzten Folge. Da musste ich kurz die Beine in die Hand nehmen und laufen, sonst hätte ich das nicht überlebt. Wir haben es gerade so auch hier zurück zum Bus geschafft tatsächlich. Dann war die Folge halt zu Ende. Also machen wir. Wir machen gleich da weiter. Aber das Grab und der Turm Teil 4. Auf dem Weg zurück in die Untiefe für mehr Infos. Hoffentlich bleibt mir May so wohlgesonnen. Ich brauche den Schlüssel echt. Finde das Turmversteck mit Hilfe der Zeichnung und nimm die Informationen. Begib dich zur Untiefe. Alles klar, Freunde. Damit starten wir, würde ich sagen. Kurz mal ein Blick in den Rucksack. Basie ist am Start. Was haben wir noch? Der ist komplett. Ne, das ist noch ein Messer. Was ist messertechnisch? Jawohl. Messer haben wir auch am Start. Sehr gut. Was ist hier? Da haben wir nichts. Okay. Schulterwaffe. Ha, die haben wir, aber kein Schuss mehr für das gute Baby. Und die hat noch die Hälfte Leben. Ja, gut. Da können wir noch ein bisschen was mit anfangen. Warte mal, wie viel hat das Messer eigentlich noch? Ein bisschen mehr als die Hälfte. Okay, damit kann ich arbeiten. Aber wir brauchen eigentlich mehr Muni. Was ist denn das hier? Patronen für Unterhebelpotier. Ja. Welche waren das denn hier? Sind das die? Munition für... fürs Gewehr. Könnte sein, aber... können wir erst ab Stufe 6 herstellen. Und Kammerschussgewehr. Ja, das ist das andere. Das ist auch nicht schlecht. Das ist Nachladen immer so stressig. Problem ist folgendes. Wenn ich das jetzt hier mache, ne? Guckt euch das mal an. Das kostet Holz 15. Ich habe 26. Ich wollte doch... genau, wir müssen hier. Ich will nämlich mehr Ausdauer. Das will ich haben. Weil Ausdauer ist immer so ein Thema. Und dafür brauchen wir Holzreste 50. Genau, jetzt erinnere ich mich auch. Klebemittel. Das heißt, Holz, Klebemittel. Wie immer, Bolzenmutter nehmen wir auch immer mehr gerne mit. Aber hier, ihr seht, wir brauchen Holz ohne Ende tatsächlich. Deswegen würde ich sagen, wir machen die Mission. Gehen zur Untiefe. Versuchen Holz zu looten. Und finden dann auch das Turmversteck im besten Fall. Warte mal. Zeichnungen. Gucken wir mal nach der Zeichnung. In der Untiefe, da ist es. So. Also, da müssen wir hin. In das Fenster. Alles klar, Freunde. Attacke. Sind wir... warte mal, ich könnte mal einmal nochmal... Moment. Eine Sache will ich aber nochmal überprüfen. Beziehungsweise, komm, wir nehmen mal lieber mit. Siehst du, wir sind nämlich noch... Nee, 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 warte mal. Was können wir denn hier noch? Ausdauer, komm. Jawohl, Ausdauer voll. Und das ist auch nicht schlecht. So. So, komm, gib mir nochmal einen Verband. Was soll's? Nehmen wir noch einen mit. Wir könnten auch einen Bogen herstellen, aber der kostet 6 Holzreste. Was kosten die Pfeile? Stiele. Ah, die kosten gar kein Holz zum Glück. Ey, wisst ihr was? Sollen wir. Ich bin mir nicht sicher. Geht das? Komm mal her. Komm. Wir nehmen den Bogen einmal mit. Wir nehmen einmal Pfeile dafür mit. Ups, Moment. Pfeile kommen hier rein. Geht der Bogen? Ja, der geht auf die Schulter sogar. So, pass mal auf. Wir haben 16 Pfeile. Okay, alles klar. Besser als gar nichts. Komm. Die Pfeile können wir ja mitnehmen, wie wir wissen. Vielleicht finden wir ja noch Munition.
Aber ist nicht verkehrt, so eine Fernwaffe wenigstens zu haben. Weil sonst nur mit Messer, das wird dann wieder so eine Rambo-Nahkampf-Folge. Ich weiß, ihr mögt das, ich auch in der Regel. Aber ich will ja auch ein bisschen weiterkommen, ne? So, warte mal, wir müssen nach Rampart, oder? Einmal nochmal. Nee, Quatsch, Untiefe war's. Ha! Der Klassiker, einmal Schnellreise umsonst. So, begib dich zur Untiefe, alles klar. Wo haben wir denn die Untiefe? Untiefe ist hier unten links. Und Abfahrt, Freunde. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Okay. Er lädt länger als gewöhnlich. Und da wären wir. Zack. Robin from the Hood ist am Start. Warte mal. So. Na, Freunde. Haben wir schon den ersten Kandidat für diese Folge? Oh, Moment. Da sehe ich direkt mal was. Komm zu Daddy. Guck mal, wie viel geben die eigentlich? Also. Sechsmal Holzreste. Siehst du, haben wir den Bogen direkt schon wieder raus. Beziehungsweise, der Bogen hat ja sechs Holzreste ge gekostet. Das heißt, die haben wir schon mal wieder aufgefüllt. Sehr gut. Oh Gott! Wer schießt denn hier? Freunde. Geht schon wieder gut los. Hier, man kennt es. So, warte mal, hier nochmal einmal ums Eck luchsen. Ne, ums Eck geht gar nicht. Okay, wir machen einfach mal so ein bisschen entspannt. Wie, ach, da hinten geht's los. Da sind sie schon am Schießen. Zombies gegen Bewohner. Oh, guck mal, da kommt er angelaufen. Er will auch noch mitmischen. Schießen die auf uns auch? Ach, guck mal, das sind zwei Gangs. Was ist denn hier los? Warte mal. Während ihr euch da gegenseitig fertig macht, mal hier mit. Oder? Moment, er sagt gerade das, der Tourist. Ich bin's. Wir sind ein Team, oder? Ah, nee. Sie ist skeptisch. Aber solange sie nicht schießt, ist alles cool. Was macht ihr denn hier? Schere oder was? Freunde. Oh, guck mal, ihm hier. Er hat die Beine weggef... Nee, doch nicht. Er liegt einfach nur verkrampft da. Oh Gott, da kommt er. Mach mal fertig hier. Jetzt steht er nur da rum und guckt blöd. Komm, ich will jetzt hier keine Muni verschwenden. Guck mal, was ist denn los hier? Ey, sie kümmern sich gar nicht mehr. Okay, dann mache ich das. Komm her. Oh, oh nein, nein! Oh, fuck! Was ist denn hier los? Jetzt hab ich noch ne... Nee, Messer nicht verloren. Kollege! Ey, keiner hilft mir hier. Alles klar. Oh, nein! Warte mal, komm, holen wir erst ihn. Bam! Oh. Okay, wir müssen das anders klären. So nicht, Freunde, so nicht. Gib mir den Pfeil. Und? Oh, hat ihn nicht mal gestört? Er ist gepanzert wahrscheinlich. Oh Gott, warte mal. Was war das denn? Freunde, was war das denn für ein Pfeil? Wir haben ihn aber weggesprengt. War mir gar nicht bewusst, dass ich Sprengpfeile habe. Holy shit, warte mal, was war das denn? Das muss ich aber direkt mal untersuchen. Gogo-Gadgetto-Rucksack, danke dafür. Oh, hätte ich jetzt wenigstens einen Schuss, weißt du? Aber wir haben den Basie. Oh, Abfahrt! Oh, oh Gott! Da hing er kurz fest. Warte mal, können wir das so machen? Ich will das so klären. Die Waffe dahin. Jawohl, den Basie können wir. Ja, das ist doch hier. Das ist entspannt so. Rechts über die Schulter. So, warte mal. Wo ist denn jetzt der. Das will ich aber mal ganz kurz überprüfen hier. Ey, da oben. Wir haben Sprengpfeile. Holy shit. Ey, das wusste ich gar nicht. Wie nice ist das denn? Okay, der Bogen ist auf jeden Fall gerade eine ganze Ecke krasser geworden. Finde ich gut. Komm zu Daddy! Ja, guckst du, wa? Guck mal, jetzt hat er den Arm weggerissen hier. Oh Gott. Einmal die Nahaufnahme. Junge. Okay, Spaß beiseite, warte mal. Stimmt. Wir müssen ja noch was finden, fällt mir gerade ein. Vor lauter Action und Körperteilen, die hier rumfliegen. Guck mal da oben. Könnte das nicht sogar schon das Haus sein? Warte mal. Zeig mir mal die Zeichnung. Wo war es? Hier war es. Zeichnungen. Zeichnungen in der Untiefe.
Boah. Naja, so ein bisschen zumindest, aber noch nicht hundertprozentig. Das da hinten vielleicht? Man sieht aber auch Qualm auf dem Bild. Vielleicht hilft uns das als Anhaltspunkt. Alright, der nächste. Okay, warte mal. Ich will auch auf jeden Fall hier auch nochmal rumgucken. Oh Gott! Hat er Glück gehabt, dass er kurz die Ausdauer weg war. Geh mal her. Freunde. Okay. Wir untersuchen hier eh alles, ganz in Ruhe hier. Ich sag's euch, ich will den richtigen Loot mitnehmen diesmal. Oh, Abfahrt! Na guck mal, da wird auch hart gefightet dahinter. Sauber, Kollege. Mit ihm kann man arbeiten. Was? Junge, was willst du denn jetzt von mir? Geh weg! Ist er auf unserer Seite? Oha, guck mal, er macht den Rambo. Sollen wir ihm trauen? Ich trau ihm irgendwie nicht. Nee. Ich trau ihm nicht. Da hebt er kurz mal ab. Ich trau hier keinem über den Weg. So, warte mal. Hier muss doch bestimmt irgendwo geiler Loot rumliegen. Und damit meine ich nicht hier so eine läppische Flasche. Was ist das für ein Tropfen? Broke. Sherry Berry Wodka. Alles klar, klingt aber eigentlich gar nicht verkehrt. Sherry Berry, man kennt ihn. Beziehungsweise würde ich sogar mal testen. Wenn mein Barkeeper sagt, ey, wir haben hier so einen geilen Wodka, Sherry Berry, den würde ich mal nehmen und testen. Was haben wir hier? Nee, Löffel. Oder warte, komm, einmal. Just for fun. Was? Wir löffeln sie alle weg jetzt. Oh Gott. War ein Scherz mit dem Löffel. Kollege. Oh! Ey, Asshole! Oh. So, warte mal. Ey, das könnte aber das Haus sein, ne? Der Stacheldraht. Okay, komm mal, einmal nochmal der Blick hier. Nix übersehen. Warte mal, Moment. Das Haus kommt mir auch bekannt vor. Ich kenne das. Ich weiß, wir können da unten, da können wir rein. Und dann sind wir drin, ne? Warte mal. Guck mal, da oben ist auch Stacheldraht um das Haus drumherum. Ey, das ist das doch, oder? Könnte das das sein, Freunde? Komm, warte mal, wir wollen... Ich will einmal... Bevor wir unten rein sneaken, weil das ist nämlich erfahrungsgemäß immer voll hier, die Hütte. Da liegt noch Holz. Sehr gut, da ist noch einer von den Bösen. Ah. Gib mir den Bogen. Und jetzt aber keinen Explosionsfall, die sparen wir uns noch. Hey! Bam! Junge, der hat direkt gesessen. Straight in her face. Oh, warte mal, ich höre was von hinten. Kollege! Oh, mit der Scherbe hier. Schön eine neue Visage verpasst. Okay, guck mal, hier haben sie irgendwen begraben. Auch nicht schlecht. Du bleibst mal lieber schön liegen, Kollege. Dann drop die nächste Warnung rein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hier ist auch gut was los. Und Abfahrt! Oh, komm her, du! Oh. Der Klassiker. Erstmal daneben kloppen. Was haben wir denn hier? May. Ey, das ist safe das Haus, wo wir rein müssen. Würde ich fast schon drauf wetten. Aber noch nicht. Eins nach dem anderen, Freunde. Oh Gott, das ist Schießerei. Ich will nämlich wissen, ist es das wirklich? Ja, ich glaube, das ist es, weil da oben ist das Fenster offen. Komm, nochmal einmal der Blick hier schnell. Oh Gott, was war das denn? Jungs, habt ihr... Oh, Leute, habt ihr das gesehen? Wir sind über die Mauer geflogen. Guck mal, ist das Fenster? Das ist das Haus, ne? Ja, da verbarrikadiert, da offen, da zwei Zuhörfenster, da oben Schalter. Wir sind richtig. So, pass auf. Machen wir denn, was machen wir denn? Gehen wir hier durch die Tür? Komm, wir sneaken mal rein. Ob hier irgendeiner lungert.
Ja, da hinten lungert einer. Jetzt sind wir aber auch nur hier in der Garage. Warte mal, nee. Nee, nee, nee. Das machen wir anders. Ich weiß, der Pfeil sagt vorne rum, aber wenn wir schon... Ach, guck mal, hier können wir... Ach, guck mal, jetzt haben wir zwei optionale Wege. Einmal unten und einmal oben lang. Ich würde aber sagen, komm, wir gucken mal loot-technisch. Vielleicht liegt hier unten noch was Geiles rum, was wir mitnehmen können. Nee, Messer nicht. Gib mir die Lampe. Ist das hier Holz? Oha. Ja, komm. Nehmen wir mit, was soll's. Ach, guck mal, hier kämen wir jetzt auch rein. Ins Badezimmer. Was meine ich? Wenn man das jetzt hier so sneaky mischen. Snake is back, Freunde. Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, aber Metal Gear Solid soll ja ein Remake bekommen. Richtig nice, habe ich richtig Bock drauf. Ich habe die ganze Reihe damals geliebt. Das waren auch so die ersten Games, die ich damals gezockt habe. Sogar Metal Gear 1 auf der... Komm, auf der PS1. Oh Gott, schnell weg. Der hat sich bestimmt auch gedacht, was zur Hölle war das? Ich habe da gerade einen Kopf aus dem Boden schießen sehen. Oh no. Warte mal. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Nee. Wir machen das jetzt hier. Pass mal auf jetzt. Und Abfahrt! So, das sieht doch gut aus. Alles klar. Komm, einmal hier hoch. Gib mir mal den Fall wieder. Loot nehmen wir mit. Ach, guck mal hier, der Code. Warte mal, blaues Haus. Ey, Leute. Da war doch was. Gib mir das Tagebuch. Nee, nee, das Tagebuch, wie ich haben. Gib mir mein Tagebuch. Gib mir mein Tagebuch, habe ich gesagt. So. Also manchmal will er nicht, ne? So. Okay, gucken wir einmal rein. Pass mal auf. Codes. Bauplan für Bombenköder. Rezept für Bauplan. Nee. Codes. Gott, meine Hand zittert gerade extremst. Eine digitale. So. Blauer Palast 5317. Ich bin mir nicht sicher, ob das Haus hier blau war von außen, aber komm. 5317. Yes! Hoho! Mach mal auf hier. Oh, nice! Geil! Okay, was ist das? Tagebuch. Herstellung für 45er Revolver. Freunde! Was ist das denn? Mod? Stand da gerade Mod? Yes! Geiler Scheiß, 52 Schuss sogar. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Okay, nachgeladen ist schon. So, an die Hüfte. Das hat schon mal gelohnt. Was war das hier? Können wir die Zeichnung mitnehmen? Nee, können wir nicht. Alright, alright. Ist das hier so eine alte Bibliothek oder was soll das sein? Richtig stylisches Zimmer eigentlich mal bestimmt früher gewesen. Obwohl ausgestopfte Tiere sind nicht so mein Ding. Aber es kann ja mitunter auch ganz stimmig aussehen, wenn man das ganze Zimmer so danach ausrichtet. So, wisst ihr, was ich meine? Was haben wir denn hier? Family Eaten Alive. Ja, kennen wir auch schon. So. Okay, warte mal, Streichhölzer geben Schießpulver. Ja, pass mal auf, okay, das könnte jetzt hier echt wild werden, Freunde. Na? Das könnte jetzt hier echt wild werden. Also, bevor wir die Tür stürmen, hole ich noch einmal kurz tief Luft. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. An dieser Stelle, Bewertung nicht vergessen, gönnt ihr mir, gönne ich euch. Bis dahin und tschüss!